Hallo miteinander und herzlich willkommen zum RZ-Magazin hier auf TV Oberwallis. Ihre Leidenschaft verbindet sich Fußball und Wein. Aus diesem Grund haben wir euch eine Winzer Fußball-Europameisterschaft ins Leben gerufen. Die war hier im Oberwallis. Der Simon Kalbermatto hat die Winzer beim Giotto beobachtet. Es war wie mein Grossen. Zuerst Nationalhymne und nachher das Spiel. Am Eröffnungsmatch von der Winzer Fußball-Europameisterschaft im Oberwallis sind sich Deutschland und die Schweiz gegenübergestanden. Zweimal 30 Minuten haben sie gegeneinander geschüttet. Viel wichtiger als der Match war aber die sogenannte dritte Halbzeit. Es gibt eigentlich zwei Europameisterschaft. Eine Europameisterschaft ist ganz klar der Fußball. Da geht es um die erste und zweite Halbzeit. Und nachher gibt es die inoffizielle Europameisterschaft und das ist die dritte Halbzeit. Und da sind wir natürlich ganz klar Favorit. Und da trainieren wir heute trainieren. Also wir sind in Leikerbad gegangen, da übernachten wir ja und da hat Leikerbad die ist sehr stark unterstützt. Haben wir das Höhentraining gehabt und die rote Blutkörperlinie haben wir nicht bekommen. Über nur die Heche, sondern auch über den Rotwein, den wir getrunken haben. Als prominenter Gast ist im Goal von der Schweizer Winzer Fußballnationalmannschaft der Christian Constantin gestanden, der Präsident vom FC Sitto. Sechs Mannschaften haben sich während vier Tagen gegeneinander gemessen. Slowenien, Ungarn, Österreich, Italien, die Schweiz und Deutschland haben je eine Mannschaft an der Winzer EM am Start gehabt. Also es kommt dazu, weil wir eigentlich den Wein in den Vordergrund bringen und über eine schöne Nebensache zum Wein finden mit Kollegen aus den anderen Nationen und natürlich auch aus der Schweiz. Neben Christian Constantin sind wir mit Dominik Cina und dem Christophe Bovin, auch zwei ehemalige Fußballnationalspieler, auf dem Feld gestanden. Wichtiger als irgendein Resultat ist aber ohnehin der Spassfaktor des ganzen Events gewesen. Der Fußball gibt einem einen Grund, um das Winzernetzwerk aufzubauen und sich zu treffen und eigentlich der Wein zu leben, sage ich jetzt einmal so. Es gibt einem einen Grund, dann trifft man sich, man hat die drei Halbzeit, wo man sich kennenlernt, man kann ein Netzwerk aufbauen, gute Wein trinken, Erfahrungen sammeln, Leute kennenlernen und das ist etwas Unlässiges. Ja, verbinden sich natürlich dadurch, dass wir alle Winzer sind und entsprechend mit Wein zu tun haben und dann das gemeinsame Hobby eben mit dem Fußballsport haben. Und dadurch ist wirklich das Tolle eigentlich, ist die dritte Halbzeit eigentlich immer. Das heißt, nach dem Spiel dann mit den Kollegen zusammenzusitzen aus anderen Nationen, anderen Regionen, um was zusammen zu trinken. Sicherlich tolle Sachen, man mag ja so Matchspiele gegen Winzer und mit euren Kollegen, die an der Winzer-Nationalmannschaft mitspielen. Und ich finde das eine tolle Sache. Für die Schweizer ist im Match gegen Deutschland nicht viel zusammengelaufen. Entsprechend hat man das Spiel euch mit 1-2 Goal verloren. In der Nationalmannschaft sind die meisten Kantinen in irgendeiner Form vertreten gewesen. Wie ist aber eigentlich das ganze Nominationsverfahren abgelaufen? Bei uns ist eigentlich zuerst alles über den Wein gegangen und zwar haben wir geschaut, weil es sind wirklich Spitzenwinzer. Alle haben nicht wollen kommen von den Spitzenwinzern zu Giotto, weil sie gesagt haben, okay, sie machen lieber nur Wein und wollen nicht unbedingt in das Fußballteam kommen. Aber viele sehr gute Winzer aus allen Regionen von der Schweiz sind hier in diesem Schweizer Fußballwinzerteam. Alle Nationalmannschaften sind mit dem besten Winzern von ihrem Land angetreten und haben so tolle Leistungen gezeichnet. In erster Linie ist die Freundschaft von im Vordergrund gestanden und der Austausch zwischen jungen und erfahrenen Winzern.
Match natürlich auch das, was es braucht, wenn jetzt auch noch junge werden, dann wäre der Sport im Vordergrund eigentlich. Und auch so hat man auch Leute dabei, wirklich, sei es vom Weinhandel her, sei es vom guten Produzenten, sei es von grossen Produzenten, kleinen Produzenten, da kann man sehr viel profitieren, jetzt auch als Jung, als ich, wo als Winzer Sohn da eigentlich bin, der den Betrieb noch nicht selber übernommen hat. Und so ist das ein ganz gutes Gemisch, finde ich, was es eigentlich auch braucht, ein bisschen Erfahrung, ein bisschen neue Ideen kriegen und so, ist sehr interessant. Dazu kommt, dass die Fußball-Europameisterschaft von Winzern euch eine hervorragende Plattform zum Austausch von Fachwissen und zum Netzwerk von über 150 Winzern aus Europa ist. Und dafür ist ja die dritte Halbzeit dann eben da. Die Hälfte, wo die Balla euch an der Euro stillsteht. Im Spiel dann mit den Kollegen zusammenzusitzen aus anderen Nationen, anderen Regionen, um was zusammen zu trinken. Sie haben es so eben angesprochen, eben diese dritte Halbzeit, erste, zweite, dann kommt die dritte. Welche ist die schönste? Naja, klar, die dritte. Vor allem natürlich, wenn man gewonnen hat. Deutschland hat im Finalspiel mit 2:1 gegen Ungarn gewonnen und darf sich damit Winzer-Europameister vom Jahr 2014 nennen. Ziel ist für die nächste EM zu Deutschland, euch Frankreich und Spanien in Winzerkreis zu integrieren. So viel zum Thema Sport und Gesellschaft. Oder miteinander.